Annemarie Gutscher hat 3 mittlerweile erwachsene Kinder. Und Annemarie Gutscher hat jede Menge Fußballkinder. Ihre Bambinis vom TSV Phoenix Lomersheim. Die Bambinis bedeuten mir Lebensfreude, Zukunft und das Miteinander der Generationen. Seit 20 Jahren, mit nur wenigen Unterbrechungen, trainiert Annemarie Gutscher gemeinsam mit ihrem Mann ehrenamtlich die Jüngsten unter den Nachwuchskickern. Generationen von 4- bis 6-Jährigen haben bei ihr erste Fußballerfahrungen gesammelt. Dabei war es für Annemarie Gutscher immer wichtig, dass ihr Bambini-Training keine reine Talentschmiede ist. Da geht es wesentlich mehr. Eine Talentschmiede in der Altersgruppe ist sehr unnötig. Das fangen wir dann etwas älter an bei der D-Jugend. Hier geht es darum, Kinder in eine Gemeinschaft zu kriegen, Kindern Sozialverhalten vorzuleben und Kindern Sport nahezubringen. Elternbeirätin, Vorsitzende des Gesamtelternbeirats der Mühlacker Schulen, Vorsitzende des Städtepartnerschaftskomitees. Annemarie Gutscher hat bereits viele Ehrenämter ausgeübt. Was geblieben ist, ist ihre Trainerrolle bei den Bambinis und die Verantwortung für die gesamte Jugendarbeit des Vereins. Weil das am erfüllendsten ist, weil du hier eine sofortige Resonanz auf deine Arbeit hast und weil du immer, fast immer, in fröhliche Kindergesichter reinschauen kannst und weil die Arbeit mit Kindern und Eltern immer das ist, was mir am meisten gelegen hat. Noch trainiert Annemarie Gutscher 2-mal wöchentlich ihre Bambinis. Wann sie dieses Traineramt und ihre Verantwortung für die Jugendarbeit an andere weitergeben wird, hängt nicht nur von ihr ab, sondern vor allem von einem geeigneten Nachfolger.